Dann würde ich mal sorgen. Oh, für die dritte Map. Nachdem wir ja in der letzten Map da ordentlich. Egal, komm. Ist Geschichte. Ich hasse Bogen. Bei Maps sowieso. Die sind verwirrend, die sind scheiße. Vor allem mag ich so eine Arena-like-Maps nicht. Wo man gleich von allen Seiten irgendwie Gegner hat. Das ist irre. So, was ist hier? Was ist das? Ist das ein großer Plattmacher? Das sind mehrere Plattmacher. Alol? Ah, wow. Na, wer kann sich schon denken, was das Schwarze wird? Okay, erkennt man nicht wirklich. Hallo? Bist du doch eigentlich jetzt hier vor... Ah, okay, jetzt. Ja. Uah. Kann man bitte jemand um die Lampe auswechseln? Die flackert. Wow. Oh, ich mag die Map jetzt schon. So, was jetzt? Oh. Ach, wisst ihr was? Können wir eigentlich dort direkt hier reinlocken, oder? Vollidiot. Ah! Ich dachte, da waren gleich beide. Junge, wie hältst du aus? Geht doch. Richtige Driftstrecke. So, wir haben jetzt hier drei Türen. Grün, blau und gelb. Wir haben aber keinen einzigen Key. Das heißt, wir müssen auf die andere Seite. Na, danke. La 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 la. Aua, das hat weh. Oh, willkommen jetzt alle. Ernsthaft jetzt? Das ist euer scheiß Ernst? Da kommt her. Ja, ich muss Munition sparen. Leckt mich. Eigentlich nicht wirklich, aber okay. So. Och nö, schon wieder Vögel. Da kommt her. Ruhe. Sesam, erhebe dich. Und warum nur der eine? Okay, da ist gerade der gelbe Key. Schaut euch die da an. Diese Volldeppen. So, das heißt, wir können schon mal in die gelbe Tür rein. Habe ich echt den Crossbow aufgehoben? Na egal. Da. Ja. Muss ich jetzt jedes Mal durch dieses scheiß Labyrinth hier rennen? Ist doch nicht mal normal. Stimmt nicht mit euch. Ah, wow. Hallo!
Okay. Oh. Ach, die Dinger kommen auch mal wieder vor. Na, ist ja nett. Die habe ich schon fast vermisst. Ach nö. Also euch habe ich jetzt aber nicht vermisst hier. Tut doch schon wieder her. Das sieht schon wieder nach Secret aus. Wow. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wärst du schön gewesen? Party hard. So, da hinten ist einmal Rüstung. Was ist das? Oh, das sind nicht mal sehr steile Treppen. Gefällt mir. Da bekommst du definitiv keine Fußprobleme, wenn du da hochgehst. Das 20 Mal am Tag, dann bist du fit. Was auch immer hier ist, ich hoffe, es ist nicht so. Och, schon. Ja, auch? Na klar, tue ich auch. Oh, schon wieder diese Eierköppe. Was mache ich jetzt mit denen? Oh Gott. Vor allem ist der einzige Weg nach oben, oder? Ja, wow, ich bin gefickt. Oh, muss ich jetzt hier jedes Mal durch diese scheiß Suppe? Das geht's doch gar nicht. Mach ich die jetzt? Schon mal, gibt's da noch einen anderen Weg da? Achso, nee, ist da vorne. Och, Leute. Habe ich ein Chaos Device? Ich habe nur ein einziges Chaos Device. Klar, die fallen natürlich trotzdem. Oh, hier ist ein Weg. Na, schau mal an. Ach, du Kacke. Nein, nein, weg, 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 weg. Alter, kannst du mal bitte hier verpissen? Ohne Scheiß hier. Was ist hier los? Hast du schon viel gesoffen oder was? Okay, ist also genauso wie bei Doom. Das ist keine Unsichtbarkeit, sondern dieses teilweise Unsichtbarkeit. Das heißt, die Gegner sehen dich zwar, also können dich erahnen. Sie können zwar nicht genau zielen, aber sie wissen, dass du da bist. Danke dafür. Das bringt uns ja echt voll viel bei den Wirbelstürmen, weil die können uns natürlich trotzdem sehen. Das heißt, die Viecher können ihre Wirbelstürme abschießen, weil sie ja wissen, dass wir da sind. Und die Wirbelstürme wiederum können uns dann direkt zielen, weil die von dieser Unsichtbarkeit nicht betroffen sind. Oh, da kommt der nächste. So, Nummer 1 ist weg. Was ist da hinten? Ach so, einmal Reihe rum. Na klar. Uah. Wirbelstrom. Der packt da hinten fest. Na gut, hoffentlich kommen wir einigermaßen günstig an ihn ran. Ja, ja, voll günstig. Ich sterbe. Also, ich muss sagen, die haben bei Hexen tatsächlich relativ viel von Heretic wiederverwendet. Weil viele Sachen, die ich aus Hexen kenne, kommen hier auch vor. Und da Heretic aber vor Hexen kommt, ist das natürlich nicht, dass Heretic das von Hexen kopiert hat, sondern genau andersrum, dass Hexen das von Heretic kopiert hat. Beziehungsweise ist er nicht kopiert, sondern quasi mit übernommen. Ach so, na, ist ja auch. Ich bin auch bescheuert. Ist ja auch verständlich, die Spiele spielen ja auch im gleichen Universum. Ich schon wieder. Ist ja quasi eine Story.
die da erzählt wird. Was? Ist nämlich eine wunderschöne Trilogie. Es gibt einmal Heretic, dann gibt es Hexen, deswegen heißt der Hexen auch vollständig Hexen Beyond Heretic. Und dann gibt es auch noch Hexen 2. Allerdings ist Hexen 2 nicht mehr auf der Doom 2 Engine basierend, sondern nutzt die Quake 1 Engine. Okay, wir werden also geraten, diese Waffe einzusetzen. Interessant. Oh, wir haben Defizit. Mal schauen, mal nachgucken. Und dann gab es noch einen unoffiziellen Nachfolger. Denn nach Hexen 2, also wie gesagt, es geht ja bei Heretic, Hexen und Hexen 2. Geht es quasi darum, dass wir einen Typen spielen, der gegen drei böse Magier kämpfen muss. Und der Magier, der erste Magier, war quasi der Endgegner aus dem vorherigen, aus der vorherigen Episode. Da wissen wir ja noch, der war der eine Typ, der geritten wurde, der dieses Monster da geritten hat. Und genau den Typ, den wir da zerstört haben, am Ende von der dritten Episode, war quasi der erste Magier, der erste Böse. Dann in Hexen kämpfen wir gegen den zweiten bösen Magier. Und in Hexen 2, was wie gesagt dann auf der Quake Engine basiert, geht es dann praktisch um den dritten bösen Magier. Das sind, glaube ich, Brüder oder Brüder oder Geschwister. Wow. Also es sind entweder Geschwister oder zumindest kämpfen die zusammen. Keine Ahnung, aber glaube ich, sind sie verwandt. So, jetzt haben wir den gelben Key. Ne, den grünen Key. Und wie gesagt, dementsprechend ist natürlich Hexen, nee, andersrum, Heretic, Hexen und Hexen 2 ist wie gesagt eine zusammenhängende Story, die halt über diese drei Typen geht, die wir umbringen müssen, oder besiegen müssen, um es kinderfreundlich auszudrücken. Und nach Hexen 2 gab es dann aber noch einen inoffiziellen Nachfolger, und zwar Heretic 2. Das dann auf der Quake 2 Engine lief, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Hexen 2 lief auf der Quake 1 Engine und Heretic 2 lief auf der Quake 2 Engine. Wow. Wie gesagt, das war aber ein inoffizieller Nachfolger. Und da wird quasi die Geschichte nochmal etwas. Also wird die Geschichte nochmal erzählt, aber etwas abgewandelt. Allerdings habe ich da auch keinen Plan, wie genau sie erzählt wird. Also, ich kenne halt nur die Geschichte von den ersten drei offiziellen Teilen. Also, naja, auch nicht wirklich. Eigentlich kenne ich nur die ersten beiden Teile, und zwar Heretic und Hexen. Weil sowohl Hexen 2 als auch Heretic 2 habe ich persönlich nie gespielt. Alle weg. So, und wirklich wieder Vögel hier. Oh, eine Tür. Ich habe gerade nicht gesehen. Ah, das ist die blaue Karte. Sehr schön. Ein Fackelklein. Wir nehmen mal lieber die hier. Zu dunkel hier. Kein Secret? Gibt's doch gar nicht. So, wie kriegen wir das Ding da runter? Müssen wir dem einen runterholen oder Ist hier von Schalter?
Wartet mal ganz kurz, sorry. Wie viele Fackeln haben wir? 2. Da setze ich mal ganz kurz eine ein, etwas spartanisch. Ist doch sowas von Secret oder wieder eine Falle, wo Gegner drin sind. Eins von beiden. Ah! Dann halt nicht. Aha, wusste ich doch, das ist eine andere Wand hier. Aber da kommen wir schon mehr später rein. So, die Frage ist, was hat der Schalter gemacht? Achso, ich sagte, der Secret hier geöffnet? Nein. Schade. Irgendwo muss... Ah. Oh. Aha, ist doch ein Secret. Sehr schön. So, und du bist aber immer noch zu. Also wir haben hier schon mal ein bisschen Munition für die rote Waffe und das hier sieht mir echt nach... Na nee, Falle kann es ja nicht sein, weil... Die bringt ja jetzt nichts mehr, wir sind ja jetzt hier fertig. Oh. Das da hingegen bringt uns doch ein bisschen Rage. Und auch wieder ein Secret. Noch ein Secret? Wobei mir gerade einfällt, eigentlich hätten sie ja in dem Moment, wo sie das Add-on direkt mit ins Spiel integriert haben, hätten sie ja quasi diese zwei zusätzlichen Episoden nicht ans Ende packen können, sondern quasi zwischendrin, dass quasi Episode 1, 2 und 5 die originalen Episoden sind und Episode 3 und 4 quasi die hinzugefügten. Was ist das gerade? Ach so, hier ist schon wieder so eine halbtransparente Wand. Weil dann wäre nämlich der Endboss, wie gesagt, dieser zweite Bruder, nee, der erste Bruder, den wir ja erledigen sollen, wäre dann immer noch am Ende der Map gewesen und nicht irgendwo mittendrin. So, wie erledigen wir die jetzt am besten hier? Ach. Hier. Einfach die. Easy. Weil so kommt nämlich der Endgegner quasi jetzt mittendrin im Spiel. Und die. Ich meine, wie gesagt, wenn man weiß, dass die restlichen Bahnen. Oh! Na, schau mal, na gucken. Wenn man weiß, dass die restlichen beiden Episoden Add-ons sind, dann kann man das irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen. Aber jemand, der das Spiel spielt, der fragt sich, warum der Hexenmeister irgendwo in der Mitte des Spiels bewegt wird und am Ende die restlichen beiden Episoden eigentlich storytechnisch keinen Sinn mehr machen. Wieder hier. Hier ist aber immer noch zu. Hm, dann gehen wir nochmal zurück. Achso, ist hier genau, wie waren wir hier gerade? Okay, hier läuft einfach einmal im Kreis. Boah, Alter. Oh, wo sieht mich komplett verwirrt. Wo müssen wir jetzt lang? Ah, hier. So, die Frage ist, ist dann jetzt auch eine Wand? Weil sieht er, kann ja sein, dass da auch jetzt ein Durchbruch ist. Nö. Na gut, dann gehen wir mal durch und stecken jetzt den letzten Schlüssel ins Schlüsselloch. That was she said. Voll kreativ. Oh nee, der ist transparent. Oh, der hat sich Mühe gegeben. Ich wollte gerade sagen, die haben bei allen dreien einfach die gleichen Gegner genommen, aber nein, dieser hier war transparent. Das war ein Improvement. So, genau, geradeaus. Oha, das sieht mir aber hart nach Arena aus. Ah, das muss ich hinsetzen hier.
Dann machen wir auch mal uns bereit auf das, was jetzt kommt. Also entweder 5 Köpfe oder 3 von diesen komischen riesen Teddybären, die da Hörner haben. Magier. Und nicht mal eine Falle. Oh, doch eine Falle. Eine interessante Falle. Leckt mich. Aber ja klar, genau reinrennen. Ich weiß nicht, also ein Ziel ausweichen ist ja die eine Sache, aber wenn 3 Dinge auf einen drauf zukommen, so schnell kann das Hirn gar nicht rechnen. Da muss ja einmal ein Stein sein. Okay, war jetzt eher einfach als schwer? Hä? Ach, da oben ist ja so ein Viech. Aber was macht's denn da oben? Komm lieber runter, Junge. Okay. Ah! That makes sense. Ah. So, suchen wir vorher noch ein bisschen Munition oder gehen wir einfach direkt ins Ziel? Ist das überhaupt das Ziel? Ja, ist es hier. Wir suchen nochmal ein bisschen nach Munition. Danke. Hä? Halt, bleib auf. Oh. Oh. Oh, hallo? Oh, Alter, was ist hier los? Ah! Die mysteriöse Wand, die wir gewandet haben. Ich glaube, wir sollten langsam mal ein bisschen hier, ne? Wir sind gleich tot. Und wir müssen mal ein bisschen gucken, wie die Munition hier. Oh Gott. Walter Harm? Walter Harm hier! Arschlöcher. Mist, geputter. So. Sterbe schon wieder. Ja, ich hab gesiegt. Noob. Noob, 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 noob. Thanks. So, kriegen wir sogar ein bisschen Munition wieder. Sehr schön. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich hoffe, ihr seht überhaupt gerade was. Wenn nicht, nicht schlimm. Ich sammle gerade nur ein bisschen Munition ein. So, ab ins Licht. Okay. Ja, war doch ganz unterhaltsam. So. Hier war keine Munition, soweit ich weiß. Ja, hier hinten ist noch ein bisschen. Was brauchen wir eigentlich gerade? Eigentlich brauchen wir bloß ein bisschen rote, noch ein paar grüne Pfeile. Wobei, nee, Pfeile sind wir jetzt auch voll. Wie sieht es bei der blauen aus? Na, bei der blauen haben wir noch ein ganz schön Defizit und bei der roten auch. Na gut. Klar, nutz die Waffe, von der du am wenigsten Funktion hast.
Oh Mann. Ich liebe dich auch. Tschüss. Hoffentlich nimmt er das jetzt nicht persönlich. Okay. Hat er noch was, was wir brauchen könnten? Ich guck doch mal vorbei, ne? Hast du nichts dagegen, ne? Ne, okay, hast nichts mehr. Tschüss. Ich lasse dich da mal alleine, ne? Achso, schreibst du mir noch Briefe? Okay, danke. Gut. Na dann, tschüss. Opfer. Okay. Nein, das nimmt er nicht persönlich. Nein. Ach, wo? Als wäre das persönlich. Er ist doch kein Kleinkind mehr. Also, echt mal, Leute. Wer würde sowas bitte schon persönlich nehmen? Außer jeder normale Mensch vielleicht. Ich sag mal so, gut umschifft, ne? Also. Na gut. Ja. So viel zu dem Thema. Schau mit.